Zwangsabstieg für Juventus. Schon wieder? Das könnte tatsächlich passieren. Wieso, weshalb, warum und was Cristiano Ronaldo damit zu tun hat, das versuchen wir jetzt einfach zu erklären. Wünscht uns Glück. Also, Juventus ist mal wieder in einen Skandal verwickelt. Für alle, die es nicht wissen, die alte Dame musste 2006 zwei Meistertitel abtreten und zwangsabsteigen, weil sie in einen Manipulationsskandal verwickelt war. Auch AC Milan, Lazio Rom, Florenz und Regina mussten Geldstrafen zahlen. Jetzt aber zur Gegenwart. Heute geht es nicht wie bei Calciopoli um Spielmanipulation, sondern um Finanzen. Transfers, um genau zu sein. Um zu verstehen, warum da ein paar Dinge offenbar nicht mit rechten Dingen zugingen, müssen wir uns ein paar Grundlagen drauf schaffen. Nämlich Plusvalenza. Klingt im Italienischen wesentlich schöner als im Deutschen, da heißt es nämlich Kapitalerträge. Das ist der Profit, der bei einem Transfer entsteht. Beispiel: Juve kauft einen Spieler für 100 Millionen Euro und stattet ihn mit einem 5-Jahres-Vertrag aus. Jetzt kann der Club diese 100 Millionen, also die Kosten für den Spieler, auf die 5 Vertragsjahre aufteilen. Laut ihren Büchern zahlen sie statt der 100 Millionen Euro auf einen Schlag 20 Millionen pro Jahr über 5 Jahre hinweg. Soweit klar? Wenn sie jetzt diesen Spieler nach 3 Jahren für, sagen wir mal, 60 Millionen verkaufen, steht der Kapitalertrag dieses Jahres bei 20 Millionen. Warum? 60 Millionen eingenommen, 2 Jahre hätte der Spieler noch Vertrag, also 40 Millionen noch zu zahlen. 60 minus 40 macht 20 Millionen plus. Dieses Schema ist in Zeiten von Financial Fairplay sehr wichtig für Clubs, weil sie dadurch Ausgaben aufteilen können, wenn sie in einem Jahr gerade nicht genug Geld parat haben. Basser. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum Juventus im Zentrum des Skandals steht, das ist auch eine Einladung für Schummeleien und Taschenspielertricks. Zum Beispiel, wenn man den Wert eines Spielers aufbläht, um dubiose Transfers zu tätigen. Das passierte nämlich offenbar bei den Transfers von Arthur von Barca zu Juventus für 72 Millionen Euro und Miralem Pjanic von Juventus zu Barca für 60 Millionen. Offiziell waren diese Transfers nicht miteinander verknüpft. Deshalb konnten die beiden Clubs einen Gewinn aus dem Abgang ihres jeweiligen Spielers aufschreiben. Juve musste dann nur noch die überschüssigen 12 Millionen an Barca zahlen. Wären die beiden Transfers als ein Spielertausch plus 12 Millionen Euro Ablöse abgewickelt worden, hätte nur Barca einen Gewinn von 12 Millionen aufschreiben können. Und das ist der Knackpunkt. Bei diesen Transfers ging es mehr um Finanzen als um Fußball. Keiner der beiden Spieler war seine Ablösesumme wert, schon gar nicht im Kontext der Corona-Pandemie. Hier wurde also ordentlich gepfuscht und sich gegenüber anderen Clubs einen Vorteil verschafft. Damals drohte noch keine Bestrafung, jetzt schon. Denn jetzt kam raus, dass drei unterschiedliche italienische Gremien die Transfers von Juventus und anderen Vereinen unter die Lupe genommen haben. Darunter auch den angesprochenen Arthur Pjanic-Transfer und einen ähnlichen Deal zwischen der alten Dame und Man City, bei dem es um Joao Cancelo und Danilo ging. Von 62 untersuchten Transfers war Juventus an 42 beteiligt. Keine so gute Quote. In einem offiziellen Statement von Vereinsseite heißt es übrigens, dass man überzeugt sei, Zitat, in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften gehandelt zu haben. Laut der Gazzetta könnte auch Cristiano Ronaldo von den Ermittlern befragt werden, wegen einer angeblich getätigten geheimen Zahlung. Bislang gibt es aber keine konkreten Hinweise dafür, dass CR7 etwas Unrechtes getan haben könnte. Juventus dagegen schon. Marco Donzelli, Präsident einer der Gremien, die sich mit dem Fall befassen, erklärt ganz gut, welche Strafe Juventus droht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, werde man beim Kartellamt und bei der Bundesanwaltschaft eine Beschwerde einreichen. Darin wolle man, Zitat, den Abstieg von Juventus in die Serie B und die Aberkennung der letzten Meistertitel fordern. Zur Erinnerung, in den letzten 10 Jahren hat Juventus 9-mal die Meisterschaft gewonnen. Zuerst aber müssen die Ermittlungen und Befragungen der Vereinsverantwortlichen abgeschlossen werden. Ja, ganz schön viel Stoff, dieser Skandal. Wir haben versucht, es euch einfach zu erklären.